Hallo Leute, damit ja, herzlich willkommen zu Pokémon Moon Silver, Nuzlocke. Wir sind beim letzten Mal hier in diesem Cliffhanger-Abteil stehen geblieben, weil ja, wir hier einfach einen Giovanni-Kampf haben und das könnte vielleicht der Grund sein, warum ich die ganze Zeit Kangama noch im Kopf hatte. Wir kämpfen hier halt einfach weiter, so was gibt's groß zu bereden? Wir müssen Persian besiegen. Wir haben, um ehrlich zu sein, gar nicht mal so viel dagegen. Ich weiß, dass der vor allem viele Boden-Pokémon hat. Deshalb ist es wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt, dass wir gerade mit Ampharos antreten. Purification brauche ich leider nicht drücken, weil das scheiß Normal-Typing ist und das jetzt das resistiert. Das finde ich nicht so geil, aber ist okay. Deshalb Donnerblitzen wir den jetzt einfach mal. Und dann überlege ich, ob wir maybe mit Voidwechsel raus in Scaraborn oder so gehen. Sollte das zumindest killen. Boah, sollte eigentlich killen. Und der wächst. Oh, bitte jetzt nicht in den Ground-Type. Du bist. Scheiße. Level 50 ist das Rihornior. Okay. Aber da sollte jetzt eine Bodenattacke kommen, sonst Flora resistiert die. Und sollte ja eigentlich mit Solarstrahl hier immer einen Kill holen. Ich bin so froh über dieses. Ich hätte das. Ich haltet euch fest, ich bin so dankbar über dieses Sonflora. Ihr glaubt es nicht, ne? Dieses Sunflora ist so gut, ich pack es nicht. Aber gut, man muss sagen, ne, wenn du eine Coverage aus Feuer, Fee und Pflanze hast, das ist schon offensiv sehr gut. Jetzt noch irgendwie was anderes als Igelsamen, was noch ein bisschen mehr hilft und dann wäre dieses Sunflora, ey, das wäre ja Banger ist das Teil. Und das ist ja trotz allem eine Vierfachschwäche. Es sollte killen, auch wenn der Facecam hat. Wunderbar. Oh, ich freue mich so, dass Pflanzen-Pokémon hier so geil sind, weil ich liebe Pflanzen-Pokémon. Ich finde die so nice. Deshalb freut mich das richtig. Leafstorm, na guck an. Das könnten wir dem sogar. Weil wir drücken ja eh nie Igelsamen. Und dann haben wir nochmal einen Nuke. Sollte mal nicht die Sonne draußen sein. Also deshalb finde ich das eigentlich echt gut. Ich finde Leafstorm doch passt mir sehr, sehr gut sogar hier drauf. So, was kommt jetzt? Nidoking. Oh. Oh, das ist auch ein nerviger Gegner. Der hat eine Vierfachschwäche Wasser, ne? Das muss man dazu sagen. Aber ansonsten habe ich jetzt gerade nicht so wirklich was, um was gut in die Giftattacke kommen. Bei Mantamann hilft mir jetzt auch nicht. Der ist auch Level 50? Ja, wir müssen in Chaos gehen. Ich weiß nicht, in wen ich sonst gehen soll. Ey, wenn der Momentum hätte wie Battlepass, das wäre auch ein Traum. Weil ich weiß nicht, ob wir mit dem dagegen gewinnen. Er hat immerhin nur Poison Tail. Das ist jetzt nicht so stark. Das macht trotzdem super viel. What the fuck? Er hat sicher Rivalität als Fähigkeit. Ja, ich glaube, wir verlieren hier nach Tara. Okay, wir dodgen das Erdbeben. Einmal ist dieser Drop gut für uns. Ja, das zieht halt so wenig ab. Das zieht halt so immens wenig ab. Aber es lohnt sich halt wegen der KP-Regeneration. Oh, und der wird halt sicher ein Highlight haben. Und ich traue mich nicht in Nidoking zu gehen. In Turtok zu gehen. Man könnte es eigentlich machen, ne? Wenn er nur Gift-Tip hat. Gift-Schweif hat. Hätte ich jetzt eigentlich nicht nochmal unnötig Damage kriegen müssen, ne? Ist halt die Frage, ob man das Ding schon versucht mit Nachtara zu beenden. Aber ich glaube. Ich meine, wir haben jetzt Rihorn hier schon besiegt. Er könnte aber halt. Ah, er hat doch sicher auch einen Nidoking. Der hat jetzt Persian. Da haben wir Rihornio gesehen. Was hat er denn noch so? Der hat doch sicher auch Nidoking und Queen. Kangama. Persian, Kangama, Nidoking, Nidoqueen. Rihornio. Fragezeichen. Ich kämpfe weiter. Maybe kriegen wir den in eine Range, wo der sein Highlight im einsetzt und können dann irgendwie wechseln. Und vielleicht outspeeden wir aus irgendwelchen Gründen dann mit Turtok, aber so ist es ganz schwierig. Boah, das zieht halt so viel ab. Ich glaube, wir kriegen nicht genug Recovery zusammen. Das könnte ganz knapp sein. Ah, natürlich. Er hat echt Poison Point. Und dann macht er so viel Damage gegen Umbreon. Krass. Ah ja, stimmt. Der hat ja sau viele Attack dazu bekommen, Nidoking. Oh, das habe ich auch vergessen. Ich meine, er drückt halt jetzt weiter. Wobei. Der drückt ja jetzt nochmal Erdbeben. Das heißt, ich gehe doch jetzt in Leon. Weil Poison Tail dürfte hier nicht killen. Können auch in Paddy gehen. Der ist wahrscheinlich noch sicherer. Okay, wir gehen mal in Paddy, der ist noch sicherer. Falls der doch irgendwie mit Poison Tail den Kill sieht. Dann würde ich sagen, aus der Range, Schwalband, Erdbeben sollte den killen. Es kommt auch Poison Tail. Gut, dass wir nicht in Dings gegangen sind. Das war abnormal viel Damage. Also das war ja abnormal. Hä? Hat der so einen krassen Buff? Warte, wie viel Base Power hat hier Poison Tail? Das ist wahrscheinlich die wichtigere Frage. So, ich gehe jetzt stark davon aus, dass Nahkampf mit Band hier killt. Gut. Das war auch sehr wichtig. Und jetzt muss Paddy eh wieder raus. Paddy kann
eigentlich nur noch das letzte Mon killen, weil Paddy jetzt ansonsten am Poison stirbt, weil natürlich das Nidoking auch wieder Vergiftung bekommen hat. Oh mein Gott! Wobei, das hat jetzt 19 KP abgezogen. Wir würden sogar actually noch ein Leben. Ja, der will Fake-outen. Da würde ich in... I guess in Mantaman gehen. Weil ich nicht weiß, ob wir den nochmal für irgendwas brauchen. Wenn schneller als Nidoqueen werde, dafür ist der halt nicht schlecht. Aber maybe outspeeden wir sogar das Persian. Ich meine, wir haben Timid Nature, es kann gut sein. Und wir haben die Sonne noch auf unserer Seite. Das heißt, Lava Plume killt auf jeden Fall. Ich glaube, es wird es eh machen. Sehr schön. Dann war das ein sehr guter Wechsel für uns. Wir haben relativ wenig Damage bekommen und kriegen Persian weg. Wunderbar. Okay. Ja, und jetzt wird es halt interessant, was reinkommt. Bitte nicht Kangame. Ich hoffe, Kangame ist das letzte Mal, dass ich zur Not was abwerfen kann, dann Nahkampf drücken kann mit Scaraborn. Ja, genau das war meine Befürchtung, dass er noch einen Nidoqueen hat. Und jetzt habe ich, glaube ich, keine andere Wahl, als in Skato zu gehen. Nidoqueen ist offensiv nicht so stark. Hat eine Vierfachschwäche Wasser. Das died auf jeden Fall an Surfer. Das steht, denke ich, außer Frage. Wir sind relativ sicher langsamer. Erdkräfte kommt sogar. Ich glaube, mir wäre Erdbeben lieber gewesen. Maybe ist auch Nidoqueen in dem Spiel ein spezieller Attacker. Das kann auch sein. Es war aber auch nicht so wenig. Boah, wenn jetzt Matschbombe kommt, wird's knapp. Oh, es kommt dieses komische Poison Storm. Oh, bitte leb, Turtok. Bitte leb. Sonst haben wir ein echtes Problem, glaube ich. Ganz knapp. Leb einfach. Scheiß doch die Wand an, ey. Ja, jetzt, ja. Das ist schlecht. Ich habe an diesen scheiß Poison Storm Move nicht gedacht. Ja, wir müssen im Mantaman gehen und hoffen, dass dieser Drop, den das Nidoqueen sich gegeben hat, reicht. Oder wir mit Mod Bomb aus irgendwelchen Gründen killen, aber das werden wir bestimmt nicht machen. Das sieht gar nichts ab. Ja, weil Gift gar keine Bodenschwäche hat. Oh, ich bin so kacke! Habe ich schon wieder vergessen. Weil ich sehe immer nur, wie mein Typhlosion sehr effektiven Damage bekommt und denke mir so, ja, ja, stimmt ja, stimmt ja. Ja, und dass jetzt Regen da ist, ist mega kacke. Wird ein Solarstrahl aus... Ich glaube halt, Solarstrahl killt nicht aus der Range. Ich habe gar keinen Bock, jetzt auch noch so ein Flora zu verlieren. Ich bin an dem Punkt, an dem ich eher sage, ich werfe Typhlosion auch ab. Wir könnten auch nach Tara... Aber es bringt mir auch jetzt an der Stelle nichts, nach Tara abzuwerfen. Das brauche ich, um einen Safe-Switch zu generieren. Ne, wir gehen einfach nochmal auf Mudbomb. Maybe kriegen wir einen Accuracy-Drop und kriegen den dadurch irgendwie noch down. Kriegen wir aber natürlich nicht. Erdkräfte kommen, wir sind weg. Ach du Scheiße. Oh. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass wir noch einen leben. Das ist natürlich ein Träumchen. Natürlich ist immer noch Regen. Aber ich glaube, Mudbomb sollte hier reichen. Das sah mir immer sehr free-hittig aus. Ach nee. Och nee. Ich meine, er hat jetzt immerhin zwei Accuracy Drops drin. Das ist ganz gut. Aber das war's mit Typhlosion. Wir killen natürlich nicht. Ich dachte es mir schon. Ich wollte es aber nicht aussprechen, dass der das maybe sogar leben kann. Ich wollte es nicht aussprechen. Ja, wir müssen in Leon gehen. Das ist unser bestes Mann an der Stelle. Es läuft so abstrus schlecht. Das ist halt das einzig Gute, er geht auf den Full Restore. Und ich denke, zweimal Solarstrike könnte killen. Sollte hoffentlich. Ansonsten ganz, ganz schlecht. Ich meine, wir haben noch Leaf Storm. Das ist nochmal ein bisschen stärker. Nicht sehr viel, aber ein bisschen. Okay, es ist ein Two-Shot. Oh, ich danke dir, Sonflora, dass du existierst. So, weg mit Nidoqueen. Ich glaube... Nee, ich glaube, nach der ersten Mudbomb hätte der auch nicht mehr... Wir hätten wahrscheinlich nach der einen Mudbomb wechseln sollen auf unser Sonflora. Wir hätten nicht das Risiko eingehen sollen, dass es eine Damage Roll war, aber ich war einfach... Das war mir gerade eine zu sehr Drucksituation. Ja, das ist kacke. Den hätte er zum Schluss reinwechseln müssen. Also wir können halt drauf gehen, dass zweimal Solarstrahl den jetzt killt. Ansonsten, ich krieg den schon weg, wenn ich jetzt hier mit Chaos... Opfer, dann mit Nahkampf kill. Wobei, nee, wir haben ja gesehen, dass Paddy noch einlebt. Aber wir könnten noch einfach zweimal Solarstrahl abfeuern. Ich hab halt keine Ahnung, was dem sein letztes Mon ist. Wir haben gesehen, Nidoqueen, Nidoking. Es könnte halt Dictry sein. Und dann darf der hier eigentlich nicht low sein. Ja, wenn es Dictry ist, darf der nicht low sein.
Ich glaube, Dictry ist so ein Mon, das kann ich mir noch auf dem vorstellen. Ich weiß halt nicht, was der noch hat. Er Sucker Puncht sogar. Okay. Ich weiß jetzt nicht, macht das irgendwie einen Unterschied? Eigentlich nicht. Eigentlich ist es scheißegal. Naja, geht auf Low Kick, aber das ist okay. Das ist fein. Und dann muss ich hoffen, dass das letzte Mon ist. Ach, ich hoffe auch, die Sonne reicht uns aus. So, jetzt gehen wir in Paddy, gehen auf Nahkampf, dann ist der weg. Das Problem ist, wenn Tiefschlag mich killt, haben wir auch ein großes Problem. Okay, er geht schon mal nicht auf Tiefschlag. Das ist auf jeden Fall ein totes Kangama. Und was natürlich auch noch nice wäre, wenn das letzte Mon was ist, was ich einfach mit Nahkampf killen kann. Und ich hoffe einfach sehr, dass das letzte Mon jetzt nicht Smogmog ist. Weil dann fliegt der Controller hier, glaube ich. Weil Smogmog ist gefühlt in diesem Projekt meine Nemesis. Ich weiß nicht, ich krieg's nicht hin, gegen Smogmog zu spielen. Ich bin zu blöd dafür oder so, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. So, ein Poison leben wir noch. Genau. Tauros. Outspeeden wir den. Ich kann halt auch niemanden jetzt hier reinwerfen. Das kann ich mir nicht leisten. Ich muss einfach auf den Nahkampf gehen. Und er hätte da noch gestorben konnte. Ja, der hat 100% 110 Base Speed. Es tut mir leid für Scarabon, er hat uns so lange begleitet. Und jetzt ist, glaube ich, mein bester Play, hier zu Void wechseln und dann Solarstrahl zu klicken. Und dann kriegen wir den auf jeden Fall weg. Hoffe ich. Ich bete darum. Oh, ein Erdbeben habe ich nicht gedacht. Oh, bitte leb ein. Bitte leb, bitte am Voraus. Komm, der hat kein Lebenmob oder so. Hilfe! Alter, was ist das hier? Leck mich doch am Zuckerli. So, und jetzt, Leon, bitte leb alles, was jetzt hier kommt. Warte, ist eigentlich die Sonne jetzt? Oh, Gott sei Dank ist die Sonne noch da, weil Solarstrahl hittet ja sicher. Leafstorm wäre wieder so ein Move, der... Oh Gott, der hat Double Edge. Oh, ich weiß nicht, ob wir das leben. Gott sei Dank. Das soll jetzt auf jeden Fall ein Kill sein. Also auf jeden Fall. Alter! Noch nie so einen intensiven Giovanni-Kampf erlebt in meinem Leben, glaube ich. Ach du heilige Scheiße. Und Scarabon ist tot. Mann, ich liebe doch Scarabon. Er ist so geil. Und jetzt ist er weg. Er ist einfach weg. Ey, aber immerhin diesen Kackkampf überstanden. Das helle, also das war. Das Arschwasser ist da, sage ich euch, ne? Das ist, also, der, oder die, und die Nervosität und alles war definitiv da. Leck mich doch am Arsch. War das ein Kampf? Ich weiß auch nicht, wie ich auf das Arschwasser gekommen bin. Fragt mich nicht. Es ist manchmal, mein Kopf dampft. Er dampft, sagen wir mal so. So, damit müssen wir uns leider von unseren ganzen Mons hier verabschieden. Ich war eigentlich mit allen jetzt. Also Typhlosion hat eigentlich einen guten Job gemacht. Drizzle, boah, ich glaube Drizzle Turtok wäre eigentlich noch sau strong gewesen. Ja, Nachtara, glaube ich, hätten wir irgendwie später maybe noch usen können oder so. Das weiß ich nicht. So, und jetzt ist halt die Frage, wen nimmt man jetzt an der Stelle alles rein, ne? Da jetzt eine berechtigte und gute Frage ist, das muss ich mir jetzt einmal kurz überlegen. So, Dalle, es hat ein wenig gedauert, den neuen Squad aufzustellen, aber hier ist er. Wir haben jetzt Porygon Z mit bestialisch viel Special Attack und Adaptability. Leider habe ich irgendwie keinen Normal Move bisher gelernt, also irgendwie Triplette kam noch nicht oder maybe hätte er das schon gelernt oder so, aber Porygon hat es auch nicht gelernt. Aber hey, wir haben immer einen Voidwechsel auf dem, was ich sehr, sehr krass finde, der wird schon. Dann dachte ich mir, wir nehmen einfach Amoroso wieder rein, weil ich finde Amoroso ist echt freaky, ich finde der schaut eigentlich echt gut aus. So, schauen wir mal, wie der so performt. Ich meine, so ein Flora performt ja auch sehr gut, also geben wir einfach mal ein paar mehr Pokémon eine Chance, ne? Dann haben wir natürlich unser Blaziken mit Speedboost und Bulk Up dabei, was sehr strong ist. Ich überlege noch, ob ich da Protic draufpacke, aber momentan lasse ich es mal noch. Choice Bandit, Nidoking ist mit am Start. Wir haben zwar noch einen speziellen Move, aber den machen wir ja sicher irgendwie irgendwann mal weg. Der hat jetzt gerade keine Bodenattacke, merke ich gerade. Vielleicht bringe ich ihm noch schnell fix Schaufler bei. Insofern er das lernen möchte, kann, weil ich weiß nicht, wann der Erdbeben lernt oder wann ich das überhaupt bekomme. Beziehungsweise ich weiß, wann ich es bekomme, weil man kriegt das in der Siegesstraße. Aber ich weiß natürlich nicht, ob das auf Nidoking dann bleibt und perfekt, der kann es auch lernen. Weil da haben wir auch einen Bodenstep und ich denke, das ist eine sehr vernünftige Sache. Und dann, ich sag, also wenn wir gegen männliche Pokémon kämpfen, ne, durch Rivalität
Und durch den Attack-Buff, also der ist jetzt irgendwie bei 117 Base-Attack und einem Wahlband, ich glaube, der scheppert schon ordentlich, muss ich sagen. Also das scheppert auf jeden. Wir können ja auch gleich mal mit Nidoking in den Lead gehen, würde ich sagen. Und dann mache ich mich auf den Weg hier drüben auf Route 44, den ein oder anderen Encounter zu holen, denn wir können in der Höhle nochmal uns was schnappen und im Gras, weil ich habe gemerkt, wir haben inzwischen sehr, sehr viele Typings auf der Bank, die sich einfach doppeln, also es gab gar nicht mal so viele Optionen, dieses Team aufzustellen, natürlich genau ein Psycho-Pokémon, deshalb ist es auch einfach so hier rausgekommen, wie es rausgekommen ist, und deshalb hätte ich gern ein bisschen mehr Typen, also wir haben gefühlt nur Pflanze. Ne, Pflanze auch inzwischen gar nicht mehr so viel, aber sehr viel Wasser, sehr viel Gestein. Das ist so das, was ich hauptsächlich gerade da habe. Und der ist nicht ganz so geil. Und ich merke auch gerade, ich habe mich gerade beschwert, dass ein Psycho-Pokémon bei dem Psychotrainer kommt. Das ist auch wieder Hirn einfach durchgebrannt, man merkt's. Oh, wir haben den Stromisierer jetzt sehr, sehr gut. Weil dann können wir jetzt auch unser Electek entwickeln. Was sehr, sehr nice ist, weil dann haben wir mit Elevoltik auch einen weiteren Kampftypen auf der Bank. Weil Kampf habe ich auch irgendwie nicht das Problem. Ich habe noch Lucario, ich habe Toxicroak auf der Bank. Also da geht das eigentlich voll fit, muss ich sagen. Da habe ich jetzt noch nicht mal so sehr das Problem. Aber wir können den entwickeln, das ist gut. Maybe gibt es dann auch hier irgendwo noch den Magmaisierer für Markbrand. Weil dann sind das, weil das sind momentan so zwei Mods, die liegen einfach auf der Bank und ich kann ja nicht wirklich mit denen was groß anfangen, weil ich die nicht entwickeln kann. Ne? Das ist ein bisschen doof. Okay, hier liegt leider nur ein Top-Beleber rum, aber hey, schauen wir mal, was wir hier im Gras so Schönes finden. Ich hoffe, was Gescheites. Ich weiß gar nicht, was es hier gibt. Ich weiß, hier gibt es, glaube ich, Schlurp, Tangela. Tangela haben wir ja schon. Bibor. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Also. Ja. Bibor. Unser Bibor hat ein naives Wesen. Außerdem hat Bibor jetzt 95 Attack, 65 Def und 90 Speed Def und 95 Speed. Also immerhin einen leichten Buff bekommen, das ist schon mal ganz gut. Kann auch Mega Horn und so. Ist aber halt immer noch ein Bibor, ne, Freunde? Ist aber halt leider immer noch nur ein Bibor. Und da ich Next One schon benannt hatte, ist das jetzt Airlock 77. Bibor! Dann würde ich sagen, gehen wir doch in diese wundervolle Eishöhle, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Eispath, okay. Und schauen, was es hier so gibt. Ich habe absolut. Ich glaube, eigentlich bin ich mit den meisten Eis-Pokémon relativ d'accord. Das ist erstmal aber Dupes. So, Nummer 2 ist Quiekel. Sehr schön. Das ist auch das Eis-Pokémon, auf das ich am meisten gehofft habe. Ah, der ist sehr, sehr gut. Geil. So, wir haben ein Adamant Swinub, das sogar schon Fickfett hat und auch schon Eisschatt kann und schon Erdbeben kann. What? Okay, das sind schon mal sehr gute Voraussetzungen für die nächste Arena, dass wir den dort mit reinnehmen. Und auch allgemein ist das ein sehr, 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 sehr gutes Pokémon, nachdem der Eistype ja auch sehr ordentlich gebufft wurde. Geil. Und in dieser Höhle gibt es auch direkt den Magmaisierer. Das heißt, wir haben schon mal einigen geilen Kram jetzt in diesem Part gefunden, mit dem wir auch einiges entwickeln können. Chilled Orb müsste auch wieder etwas sein, womit man Evoline Glaziola normalerweise entwickelt. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier aussieht, was es noch so geben könnte. Aber das finden wir ja eventuell heraus, aber das ist auch nur so ein Hede-Hede. Beziehungsweise, wenn wir halt irgendwas bekommen, was da reinpasst. So, jetzt gucken wir uns einmal kurz Kaskade an. Aber ich glaube, wurde Kaskade abgeändert? Ne, 80 Base Power, 100 Genauigkeit immer noch. Es ist immer schön, einen Move zu sehen, der 100 Genauigkeit hat, um ehrlich zu sein. Weil das ist nicht unbedingt die Norm in dem Spiel, wie wir gelernt haben. Das ist definitiv nicht die Norm. Dann liegt hier drin noch ein schönes Nevermelt-Eis mit. Liegt hier zumindest rum. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Reden muss gelernt sein. Außerdem noch Team 72 Lawine. Ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwie groß was dran geändert wurde. Ich fände es ganz gut, weil ich habe das Gefühl. Oh. An Attack Move that inflicts double the damage if the user has been hurt by the phone the same turn. Aber das jetzt mit 90 Base Power ist ja brutal stark, hä? Lawine ist ja richtig broken, what the fuck? Wann ist denn das passiert? Und hier liegt nochmal Themen 13 Eisstrahl herum, aber
Ja, da sind wir ja eh schon dran gekommen, das ist jetzt nicht das Problem. So, die Dame sollen wir dann noch einmal schubsen. Ich schubse gerne Leute, dementsprechend schubse ich die natürlich easy nach vorne. War auch schon bei der Schubs-Weltmeisterschaft, dementsprechend. Das ist gar kein Ding für mich, und das Item nehmen. Und damit haben wir es endlich nach Ebenholz City geschafft. Was sehr schön ist, weil jetzt kann ich endlich Attacken R und Fair lernen. Sollte zumindest hier drin sein, soweit ich weiß. Ah nein, hier ist einmal Draco-Meteor plus wahrscheinlich die anderen Nuke-Moves oder wie ich es nennen soll. Ich dachte, hier wären Erlerner und Verlerner auch. Bin ich jetzt doof? Weil das wäre jetzt sehr schlecht, wenn die nicht hier sind. Okay, wer ist er? Das ist ein Fishing-Guru. Ah, hier kriegen wir wahrscheinlich nochmal eine noch bessere Angel, ne? Ah, Super Rod kriegen wir damit auch noch. Nehmen wir sehr gerne mit. Oh, mein freaking Gegner. Also, entweder habe ich das hier vergessen, oder ich bin ein riesen Vollidiot. Aber in Cyanwood City gibt es tatsächlich schon den Move Relearn und Erlearn. Also entweder habe ich das hier ignoriert und bin einfach zu Eugen gegangen. Boah, bin ich dumm. Das heißt, da haben wir dann jetzt gar keinen Stress mehr. Und wir können noch auf Route 45. Ich weiß nur nicht, ist das eine neue... Moment, das ist nicht meine Karte. Ist das eine neue Route? Route 45 ist tatsächlich eine neue Route. Na, dann gucken wir doch einfach mal, was wir hier so Schönes kriegen. Oh mein Gott, ja! Nice, Gleiger. Oh mein Gott. Okay, wir haben zwei Boden-Pokémon jetzt dazu bekommen, was mega nice ist. Und auch noch so ein unfassbar gutes Boden-Pokémon. Oh, das freut mich sehr. Ich überlege gerade nur, wie ich den schwäche. Ah, Signal Beam. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Dann gucken wir mal. Wir haben ein Sassy Nature. Okay, I guess. Wir haben U-Turn schon auf dem, was cool ist. Ist die. Ich weiß nicht, ob Sandwell zu... Also, ich habe schon nachgeguckt und Gliscor kann auf... Oder hat anscheinend immer Poison Heal. Beziehungsweise, nee, die zweite Fähigkeit ist Poison Heal. Und ich glaube, Gliscors zweite Fähigkeit ist ja Sandschleier. Die, was wir jetzt haben. Das heißt, das sollte eigentlich zu Poison Heal werden, was absolut grandios wäre. Was mich sehr freut, dass wir den dann haben. Sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Auch von unserer Mom haben wir ja natürlich auch noch mal ein bisschen Kram. Da waren jetzt zum Beispiel Sugar Berries, Chopper Berries. Ich glaube, jetzt kriegen wir auch noch mal einige Antibären drauf. Oh mein Gott, wir kriegen den Wahlschall von ihr? Es hat sich zu 100% gelohnt zu sparen. Jetzt auch noch ein Wahlband haben wir jetzt, ein Wahlschal haben wir. Jetzt fehlt uns echt nur noch das Wahlglas. Ich dachte eigentlich, man hätte das an dem Punkt schon. Also maybe habe ich es auch verpasst. Vielleicht habt ihr es mir auch schon in die Kommentare geschrieben und ich habe es noch nicht nachgeholt. Man weiß es nicht. In die Dark Cave gehe ich übrigens nicht rein. Ich glaube jetzt nicht, dass da groß was auf uns war. Ja, wobei... vielleicht untersuche ich die doch. Aber für die Dark Cave brauche ich halt Flash. Ich weiß nicht. Maybe hebe ich mir die einfach auf... Ja, schauen wir mal, was wir mit der machen, muss ich sagen. Also vorerst würde ich erstmal sagen, ich lasse die frei. Ich glaube jetzt nicht, dass es da was so unfassbar Wichtiges gibt, dass wir da, ne, irgendwie einen immensen Vorteil draus ziehen könnten oder so. Ich werde jetzt erstmal nochmal die Trainer, die hier so nach unten grob gehen, besiegen. Die Items mitnehmen, die es hier noch so gibt. Okay, weirder Weg. Ja, ich glaube, da gibt es nichts mehr Großes, was wir benötigen würden. So, damit soll es aber dann für heute gewesen sein. Also, ich habe jetzt noch ein paar Trainer gemacht, die waren eher unspektakulär. Bei manchen waren die Level auch irgendwie nicht wirklich angepasst. Das war sehr weird, aber naja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Da werde ich dann auch gleich mit einem Team am Start sein, das wir für die Drachenarena benutzen können. Werden uns dann das geschenkte Dratini abholen und dann auch die Encounter in Ebenholz City als auch in Dings nachholen. Nicht, dass wir da irgendwie... Dratini ziehen oder so, das will ich natürlich vermeiden und werden vermutlich, ich wollte gerade sagen, mit der Siegelstraße anfangen, aber ich bin ja dumm. Nee, dann kommt ja noch der Kimono-Battle-Kampf, als auch die ganze Lugia-Kacke kommt ja noch, das habe ich komplett vergessen. Ja, dann werden wir im nächsten Part den 8. Orden holen und vermutlich die Kimono-Girls besiegen. Maybe Lugia beschwören, das weiß ich noch nicht. Das schauen wir einfach mal. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao. Bye, bye.